Willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt hier im Train Sim World 2. Wir befinden uns auf der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen und fahren mit der Baureihe 101 von Aachen nach Köln. So, SIFA, PZB und LZB an. Stellen wir uns die Signalleuchten auf Spitzensignale. Alles andere können wir so lassen. Ja, PZB-Modus O, das passt. Dann können wir schon mal den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung setzen. Drehen den Bremsschlüssel auf aufgesperrt. Ziehen die Lokbremse an. Jawohl. Machen wir jetzt noch die AFB an. AFB, AFB, AFB. Türen verriegeln. Wobei das Signal ist noch rot. Hätten wir jetzt auch auflassen können. Schließvorgang eingeleitet. Signalbeleuchtung ist an. Okay, wir müssen vermutlich warten, bis der Güterzug hier ausfährt. Na gut. Alles andere hier im Führerstand passt, so wie es ist. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Gut, dann darf der Kollege im ICE wohl zuerst auf die Strecke, ist ja auch irgendwie verständlich. Der kann ja auch ein bisschen schneller hier fahren. So, was haben wir sonst noch hier vorne stehen? 185. Mit der falschen Lichtkonfiguration. Da stehen wir. Mit unseren Intercity-Wagen. Ist das Licht an? Nee. Machen wir noch die Zugbeleuchtung an. Jawohl. So, hier vorne haben wir noch den Regionalexpress. Mal schauen, was hinten dran ist. Ah, es sieht aus wie eine 146. Ah, wir sind fast genauso lang wie der Güterzug. Wir sind ein kleines bisschen sogar länger. Signal immer noch rot. Hier haben wir noch einen Talent 2. Auch in Doppeltraktion. Und da fährt noch der Kollege ein. Vermutlich müssen wir auf den warten. Jawohl, unser Signal ist grün. Stellen wir uns die AFB auf 30 ein. Lösen die Lokbremse und schalten Leistung auf. So, wir sind noch im restriktiven Modus der PZB, heißt also, wir dürfen jetzt nicht schneller als 45 fahren. Während wir hier aus Aachen Hauptbahnhof ausfahren.
So, die PZB hat sich beruhigt. Wir dürfen immer noch nur 40 fahren. Ich kann mal die Zeit nutzen und ein kleines Foto machen. Das finde ich aber sehr cool, dass man hier noch Kirchglocken hört. Wie viel Uhr haben wir denn? Kurz nach 6. Aha. So, wir dürfen 100 fahren. Nehmen wir erstmal die Leistung raus. Dann stellen wir die AFB hoch. Und schalten jetzt wieder langsam Leistung auf. Bis wir ungefähr bei den 50 kN angekommen sind. Unser nächster, einziger und letzter Halt auf dieser Strecke ist dann Köln Hauptbahnhof. Okay, warum dieses Signal dort blinkt, entzieht sich meines Wissens. Ich denke mal, die werden weitestgehend freie Fahrt haben. So, ab hier vorne dürfen wir dann 140 fahren. Wir können schon mal die AFB hochstellen. Nehmen noch mal kurz die Leistung raus. Und ich denke mal, jetzt in etwa wird unser kompletter Zug an der 140er Tafel vorbei sein. Was kommt uns da entgegen? Das sieht mir aus wie eine 185. Mit einem kurzen Güterzug. Hier geht's aber ordentlich bergab, oder? Nee, gar nicht. Das sah gerade so aus, als würde es bergab gehen. Sehr schön. Die AFB bremst uns auch. Das macht sie sehr, sehr gut. Ja, Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Damals mitgeliefert als Basisstrecke des TSW2 und die Baureihe 101.
die Baureihe 101 als Lok-DLC vor einigen Monaten erschienen. Für die Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Das hier ist ein Szenario, was ich mal vor Ewigkeiten aus dem DTG-Forum runtergeladen habe. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch dazu finde. Falls ja, ist er in der Videobeschreibung drin. Und falls ich ihn nicht finde, dann tut mir das sehr leid. Aber ich begebe mich auf jeden Fall auf die Suche. So, 110. Nehmen wir mal nur die E-Bremse. Und ab hier vorne dürfen wir dann auch schon wieder 100, immer noch 110 fahren. Ab jetzt dürfen wir 110 fahren, so. Habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut. Welcher Bahnhof ist das? Eschweiler. Herrlich. Wie diese Wagen klingen bei der Vorbeifahrt, das ist einfach nur herrlich und absolut realistisch. Sound ist sicherlich nie so wirklich die Stärke gewesen von DTG, aber bei der 101 und auch bei den Personenwagen absolute Spitzenklasse. So, wir dürfen 160 fahren. Leistung raus, AFB-Hebel auf die 160 hoch. Und Leistung wieder aufschalten. Ich denke mal 40 kN pro Fahrmotor reichen absolut. Schön dieser zugewucherte Bahnsteig, oder? Ja, nicht schlecht. Das fände ich auch noch ganz schön, wenn man die Kameraansicht wählt, wo man den Kopf raushängt. Dass man da die Außengeräusche eigentlich hören müsste. Noch 47 Kilometer.
das lässt sich auch bedienen. Auf der anderen Seite auch. Jawohl. Lass mir das aber besser offen. Ich mag das ehrlich gesagt nicht so, wenn wir uns hier die Seite zumachen, weil warum sollten wir uns die Sicht hier verschlechtern? Wir werden ja nicht geblendet. So, das ist... Ist das Düren? Langer Wehe. Also ich finde, die Strecke ist auf jeden Fall echt gut gelungen. Von der Ausgestaltung her definitiv eine sehr, sehr schöne Strecke. Auch wenn sie nicht wirklich die interessanteste Strecke überhaupt ist von der Szenerie her. Also wir sehen halt wirklich viele, viele karge Flächen. Ich meine, dieser Ausschnitt jetzt gerade könnte auch ganz easy aus Hamburg-Lübeck stammen. Also da gibt es halt einfach nicht so große Unterschiede. Aber schön ist sie trotzdem. Die Bahnhöfe sind sehr, sehr schön gestaltet, definitiv. Signalisierungstechnisch funktioniert die Strecke sehr, sehr gut. Mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten natürlich. Und ab und an haben wir auch hier so nette Gimmicks wie diesen Fußballplatz hier. LZB. Jawohl, dann. Huch. Oh, wir haben halt zu erwarten. Oh, oh, oh. Okay, 80. Der Gefahrenleuchtmelder ist an. Aber okay, solange er nicht blinkt, müssen wir da jetzt nicht unbedingt eingreifen. Okay, warum werden wir auf 80 runtergebremst, frage ich mich jetzt. Ach, ich glaube, das ist so eine Eigenheit hier vom TSW, was die Pfade angeht. Wir werden vermutlich über diese Weiche hier nach rechts geleitet, um dann wieder zurück auf die Strecke geleitet zu werden, ja. Ja. Das ist Düren übrigens.
So, 200 km/h sind freigegeben. Dann fahren wir jetzt mal Vmax aus. Wir dürfen 200 km/h fahren. Die 101 schafft, glaube ich, eigentlich sogar etwas mehr. Aber die größte zulässige Geschwindigkeit ist die 100, ist die 200. Oder sind die 200 wohl eher? Und unsere Wagen dürfen auch nicht schneller als 200 fahren. Da haben wir es 200. Okay, wir haben halt zu erwarten in 9 Kilometern. Und ja, halt zu erwarten in 9,4 Kilometern. Also wir scheinen tatsächlich auch dem ICE wohl hinterher zu trotten. In echt fahren, glaube ich, auf dieser Strecke kaum noch heutzutage Baureihe 101er. Ich glaube ein oder zweimal pro Tag. Ansonsten wird der Hochgeschwindigkeitsverkehr auf dieser Strecke von den ICEs bereitgestellt. Und ich glaube auch der Thales fährt ja auch auf dieser Strecke auf seinem Weg nach Brüssel. Da könnte man ja auch ein ganz gutes Szenario draus machen, ne, wenn man den TGV Duplex hier auf dieser Strecke einsetzt. Es ist zwar jetzt nicht genau der richtige Zug, denn echt fährt da ja der Thales PBKA, heißt der, glaube ich, auf dieser Strecke. Aber wenn man mal darüber hinweg sieht und das passende Repaint für den TGV hat, nämlich das Thales Repaint, das es ja auch zum Download gibt im Railsim Forum, dann kann man hier auch eigentlich ein ganz gutes Szenario daraus bauen. Vielleicht kommt ja noch sowas in diese Richtung. Müsste nicht eigentlich dieser Leuchtmelder fürs B aus sein, wenn wir in der LZB sind? Also das Ü, was glaube ich für Überwachung steht, zeigt, dass wir hier in der LZB sind, dass wir von der LZB überwacht werden. Ich glaube, das B ist doch nur an, wenn die PZB an ist. Die PZB ist ja gerade eher in so einem Standby-Modus. Sie ist zwar an, aber halt eben im Schlafmodus. Für die Strecke an sich habe ich auch hier einen Mod installiert aus dem Railsim Forum, wo es ein paar Texturverbesserungen gibt. Ich glaube, der Gleisschotter ist ein bisschen
verändert in seiner Farbe. Die Werbeplakate in den Bahnhöfen sind andere. Und noch ein paar weitere Änderungen gibt es da. Das sind dann solche Szenerieobjekte am Streckenrand, solche Schaufeln und Bagger und irgendwelche Fahrzeuge und so, die dann noch etwas realistischer aussehen. Und was ich auch installiert habe, aber ich glaube, man kann das jetzt nicht sehen. Da gibt es auch eine Mod aus Transim Community, glaube ich. Da wurde sie hochgeladen, wo das Fahrgastinformationsdisplay da auch so ein paar Enhancements erfahren hat. Ach, hier haben wir diesen Weihnachtsmarkt. Na gut, der ist etwas sehr überfüllt. Ja, der Weihnachtsmarkt, das ist ja einer dieser spielinternen Streckenverbesserungen, die man freischalten kann. Diese Mastery-Aufgaben. Wenn man die jeweils für die Strecke freischaltet, dann hat man solche Szenerieobjekte, die man noch zusätzlich aktivieren kann. Hier bei Köln-Aachen ist es halt unter anderem der Weihnachtsmarkt und bei Aachen ist auch irgendwo, glaube ich, ein Heißluftballon. Den haben wir uns auch schon mal in einem Video angeguckt, den Heißluftballon. Ich glaube, auf Hamburg-Lübeck gibt es da einen Rummel bzw. eine Kirmes. So richtig mit Riesenrad und so, das sieht auch ganz cool aus. Auf der Baker Line gibt es auch diesen Weihnachtsmarkt, den wir da gerade gesehen haben. Auf Augsburg München weiß ich es gar nicht, was da freigeschaltet werden kann. Die S-Bahn haben wir abgehackt, würde ich mal behaupten. So, noch 10 Kilometer. Dann ist auch schon wieder unsere Fahrt vorbei. Da kommt uns eine 423 entgegen. So, in 3 Kilometern müssen wir dann 160 fahren. Ich glaube, da ist dann auch die LZB vorbei. So, Gefahren leuchten wir das an.
Jawohl, AFB und LZB bremsen uns runter. Hier irgendwo müssen wir auch sicherlich auf LZB Ende dann drücken. Also schön wachsam sein. 160 sind erreicht. Da vorne rechts sehen wir schon den Fernsehturm von Köln. Also wir sind schon in der Agglomeration von Köln angekommen. Und wir haben 70 zu erwarten. Hier auch die Ankündigung. Müssen wir natürlich nicht bestätigen, wir sind in der LZB. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja. Zugbeeinflussung. Genau, und da hat sich auch die LZB dann gleich verabschiedet. Nehmen wir mal die Leistung schon mal raus. Während uns hier vorne noch eine weitere S-Bahn entgegenkommt, sehr schön. 4:23. Also was den KI-Verkehr angeht, definitiv sehr, sehr gut gemacht. Wäre zwar noch schön gewesen, wenn uns ein ICE entgegenkommt, aber sei es drum. So, ab hier dann die 70 und die LZB ist dann auch gleich weg. Gleich. Jetzt gleich. Das kann nicht mehr lange dauern. Ich glaube, hinter diesem Signal. Okay, nicht ganz. Naja, der Kölner Dom. Zugbeeinflussung. So, 40 zu erwarten. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Sehr schön. ICE, ICE, das ist glaube ich nur 101. Das ist nur 146. Ja, sind beides. Sind das beides 101er? Wir gucken uns das gleich in Ruhe an. Herrlich. Der Hauptbahnhof ist einfach herrlich. Okay, irgendwie fehlen gerade die Bremsgeräusche. Höhefreigabe. 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 Da sind sie wieder. Da haben uns kurz die Motorsounds irgendwie gefehlt.
fahren wir noch bis ganz nach vorne und gucken uns dann noch ein bisschen hier oben im Hauptbahnhof, was hier so drin steht. Jawohl, machen die Türen rechts auf und gucken uns mal um. Also, wir haben hier vorne eine 146 und den Dosto, oder? Ja, eine 146. Hier stehen wir. Hier vorne haben wir einen ICE 3, Baureihe 403, während der Intercity hier vorne noch ausfährt. Sehr schön. Hier haben wir noch einen ICE 3, Baureihe 406. Ein Talent 2. Sehr schön. Ein Nightjet. Baureihe 101. Hier vorne haben wir die Nightjet-Sitzwagen und die roten ÖBB-Personenwagen. Und noch eine 423, die sich hier hinten versteckt hat. Haben wir noch was hier? Ah, noch eine 423. Wahnsinn, also hier im Bahnhof, der ist... Also das ist mal ein realistisches Bild von Köln Hauptbahnhof, würde ich behaupten. Oder, wenn wir uns mal hier vorne hinstellen. Und uns mal umgucken, würde ich behaupten. Also dieses Bild mit 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, dahinter war noch der Dosto, 8 Züge, vorhin noch der andere Intercity, der da stand, 9 Züge, also das ist einfach, das ist realistisch, definitiv. Machen wir noch ein, zwei schöne Fotos. Gut, ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!